Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier das HP EditaBook 1040. Das ist die 14 Zoll Variante eben von der 1000er Reihe des EditaBook und auch die wurde im Zuge der CES 2016 in Las Vegas aktualisiert. Das Update betrifft natürlich einmal den Prozessor. Jetzt gibt es natürlich die neuen Skylake Prozessoren und auch hier hat das Notebook ein Update ausgefasst und zwar gibt es jetzt natürlich einen Skylake Prozessor drin. Ansonsten hat sich relativ wenig verändert bei dem Gerät. Wir haben weiterhin ein 14 Zoll Display, 2560x1440, soweit ich weiß. Und ja, weiterhin ein sehr hochwertiges Metallgehäuse und praktisch im selben Format wie im letzten Jahr. Was wir hier für eine Konfiguration haben, wir haben 8 GB Arbeitsspeicher und einen Intel Core i7 Prozessor. Gibt natürlich auch andere Varianten, soweit ich weiß, auch mit i5 und einer 256 GB PCIe angeschlossenen SSD. Schauen wir uns mal die Anschlussmöglichkeiten hier an der Seite. Also rechts haben wir hier, ich glaube, das ist ein nicht verwendeter Micro-SIM-Slot, dann ein USB-Typ-C-Anschluss, ein USB 3.0-Port, HDMI und natürlich hier der Anschluss fürs HP-Dock. Und dann haben wir hier den Charging-Stecker für HP-Notebooks. Dann schauen wir auf die andere Seite. Vor dem Lüfter dann die Kensington-Lock, ein weiterer USB 3.0-Anschluss, 3,5 mm Klinkenstecker und ein Smart-Card-Reader. Ansonsten haben wir hier unter der bekannten Premium-Tastatur von HP, die jetzt auch bei praktisch allen Geräten zum Einsatz kommt, haben wir hier ein Touchpad und auch einen Fingerprint-Reader. Und ansonsten gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen, das Display ist hervorragend. Also neben der ziemlich guten Auflösung haben wir hier eine sehr gute Blickwinkelstabilität. Also wenn man sich das so ansieht, sieht man wahrscheinlich jetzt nicht auf der Kamera. Aber ein sehr schönes Display und auch eine sehr solide Verarbeitung. Das Gerät ist ziemlich leicht, muss ich sagen, und wirkt äußerst hochwertig. So, das war's auch schon von mir und vom HP EditaBook 1040 G3. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!